Hallo, mein Name ist Erhard Mott, ich bin der Chef hier meiner E-Bike-Erlebniswelt in Lauda. Und unser neuer Kunde, der Herr Ott aus Hamburg, ist heute und holt sein Tauberrad ab. Herr Ott, wie kamen Sie auf die Idee, von der Nordsee runterzufahren ins liebliche Taubertal, um sich dort Ihr E-Bike zu kaufen? Die Idee wurde geboren, als ich mit meinem an sich tollen Tourenrad, Trekkingrad, mit meiner Frau, die ein E-Bike hat, Touren gemacht habe und ich dann doch, wenn es in die Berge ging, arg ins Hintertreffen geraten bin. Und ich habe in Hamburg geschaut und aus irgendwelchen Gründen in dieser Großstadt Hamburg habe ich kein gescheites Rad gefunden. Und dann ging es ins Internet, da sah ich Ihre Internetseite und war spontan begeistert. Ach, das ist schön, ja. Danke. Ja. Aber jetzt, was ist für Sie ein gescheites Rad oder ein E-Bike, ne? Ja, was stellen Sie sich dort drunter vor? Das ist vor allen Dingen so, dass es von der Reichweite gut ist, dass das natürlich auch hier Räder gibt, die auch für etwas hochgewichtige Menschen gebaut sind. Wie viele Kilo haben Sie, Entschuldigung? 104 Kilo. Ach, das geht ja noch. Geht ja noch, ne? Aber es, das ist Luft noch nach oben. Das soll nicht mehr werden, wenn es irgendwie geht. Nee. Und das ganze Paket, dass das natürlich auch dann mit dem guten Motor in Kombination mit den beiden Akkus, dass sich auch dann trotz Gewicht und trotz starkem Motor doch über genügend Reichweite verfüge, das hat mich hierher gebracht. Hm. Und das ist jetzt das Besondere an unserem Tauberrad. Ich erkläre es jetzt noch einmal gerade. Also der Herr Ott, übrigens, Sie sind der Tierarzt, gell? Ja, also AD, ne? Also ja gut, aber wenn Sie so ein Tierle am welches Rand sehen würden, dann wird er ihm geholfen, ne? So heiß, wird das ein bisschen so hinkt. Ja, jeder wählen Sie dich, wird Mund-zu-Mund-Beatmung. Und auch der Rechenwurm wird auf die Seite getragen. Ja, genau. Sehr schön. Ja, also, wir haben jetzt hier zwei Akkus drin, das ist etwas ganz Besonderes, Bosch bietet seit kurzem dieses System an, Dualbatterie nennt sich das. Zwei 500 Wattstunden Akkus, einer am Rahmen, einer am Gepäckträger. Und die tun wechselseitig, tun die jetzt den Motor hier mit Strom versorgen. Also das 10% Differenz, wenn da ist, in der Kapazität schaltet es dann immer um von einem Akku in der andere. Dann haben wir hier einen Bosch Performance CX Motor drin. Das macht durchaus Sinn, weil über 100 Kilo brauchst du auch einen starken Motor, um die Berge hochzukommen. Und wir haben eine Nuvinci-Schaltung. Eine Nuvinci-Schaltung mit einer speziellen Kette drauf. Also wir erwarten eine Laufleistung von mindestens 12.000, 13.000 Kilometer mit diesem System hier. Ab und zu tun Sie es mal spannen, man tut es dann überprüfen. Ne? Ja, klar. 15er Schlüssel nehmen und dann einfach nach hinten ziehen. Ja. Das kenne ich von meinem Rad früher auch. Ah ja, das können Sie. Ja. Gut. Bei der Bremse hat der Herr Ott gleich die beste Bremse gewählt und auch die sicherste. Das ist eine Shimano XT. Das macht durchaus Sinn. Bergabfahrten. Ja. Bei dem Gewicht muss ja doch mal so Gewicht gehalten werden. Genau. Dann, was haben wir denn noch Schönes? Die Gabel vorne. Das ist eine Luftgabel. Da wird dann entsprechender Luftdruck reingepumpt, das macht man hier an dem Schräubler, sodass dann vor allen Dingen beim Bremsen, dass das nicht zu weit nach vorne durchschlägt, die Gabel. Oder eben, das nimmt dann sehr schön die Stöße auf, ja, die von unten kommen. Und hier drunter versteckt sich eine Beischul-Sattelstütze. Und die ist es extra auch, diese Feder, auf ihr Gewicht abgestimmt, sodass es nicht so hart und nicht so weich ist. Beim Sattel haben wir Folgendes gemacht. Das ist eine Kombination mit dem Esculap-Sattel, mit dem Aktiv 21. Also ich denke mal, wir haben Ihre Gesäßbreite, haben wir sie vermessen, ja? Ja, sehr gut. Ganz klar, passt gut. Also dann passt es. Und jetzt beim Vorn arbeitet der Sattel so hin und her. Das ist gut für das Becken und auch für den Lendenwirbelbereich. Ja. Das wissen Sie ja. Ja, da kennen Sie sich aus. Ja, ich habe ja also doch so ein bisschen Rückenprobleme gehabt und habe es jetzt gut im Griff und das wird mir gut tun. Ja. Dann haben wir noch ein Schloss anbringen lassen, das gleichschließend ist hier mit der Akkuverriegelung. Also Sie haben praktisch drei Schlösser mit einem Schlüssel, ja, die Sie jetzt bedienen können. Ich habe mir noch ein 1,50 Meter Abus-Schloss bestellt und das genau, mitnehmen, weil doch so ein wertvolles Rad muss doch immer gut angeschlossen sein. Das macht Sinn, ja. Ja. Ich werde dazu noch ein Bügelschloss nehmen, extra noch, dass das
dann noch angeschlossen. Ja, Sie kommen ja aus Hamburg. Ja, ne? ja. Bei uns im lieblichen Taubertal, da braucht man sowas nicht normal. nee, aber in Hamburg ist das schon ganz, ganz schlimm, dass da die Diebstähle zunehmen. Ja. Also gut, Büchelschloss. Ja. Bei der Bereifung ist auch noch erwähnenswert, da sind jetzt Marathon-Plus-Bereifungen drauf. Und zwar in der Größe 47,622, das heißt, das sind die breite Reife. Macht auch wieder Sinn, hohes Gewicht, brauchst du etwas größere Lauffläche. Und da können Sie auch dann Feldwege und so Dinge mit fahren. Lüneburger Heide, Sandwege, ja. Ist das einfach so ein Treibsand oder ein bisschen, dass man da nicht gleich hängen bleibt? Ne? Genau das. Schön. Ich hebe es jetzt nochmal runter und dann gucken wir mal, wie Sie drauf stehen oder sitzen. So. Moment, da ist die Kamera. Ja. Also, bemerkenswert ist jetzt noch der Herr Ott. Wie groß sind Sie? Wie bitte? Wie groß sind Sie denn? 1,3 oder 84 ungefähr. Also, und er hat einen schrägen, sogenannten Trapezrahmen bevorzugt. Da kommt er noch einigermaßen drüber und neues sieht einfach auch gut aus. Ne? Das schaut gut aus, ja. Und den haben wir jetzt gewählt in Rahmenhöhe 55, weil er ist ja ein großer stattlicher Mann und mit so einem knirpsigen Rad kann er ja nicht rumfahren. Also er braucht entsprechend seiner Körpergröße, braucht das entsprechende Rad. Ach ja, das ist noch erwähnenswerter Scheinwerfer. 150 Lux. Das ist der 150 Lux und das ist ein Tagscheinwerfer. Also wenn Sie dann fahren, dann schalten Sie ihn bitte ein. Denn der blendet automatisch bei Helligkeit ab und gibt dem Verkehr noch dem entgegenkommenden Signal, dass sie unterwegs sind. Mhm. Und dann, wenn es dunkel wird, dann macht er richtig hell. Also tolle Erfindung. Man sieht auch... Das ist hinten blau hier, kann man sehen da, ne? Ja, dann sehe ich, dass sie tatsächlich auch mit Licht fahren. Das leicht. Und seitlich strahlt er noch ab, dass der seitliche Verkehr sie auch wahrnehmen kann. Ja. Toll. Ja, toll. Da bin ich sehr froh drüber, über das tolle Rad. Ja, also ich wünsche Ihnen viele, viele Jahre noch, dass Sie mitfahren und viele schöne Touren und vielleicht machen wir mal gemeinsam eine. Ja, kommen Sie nach Hamburg, herzlich eingeladen, ich werde Sie durch Hamburg führen. Das und, machen wir. Denken wir eine schöne Tour aus für Sie. Ja, das machen wir. Schön. Also, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Gell? Danke, vielen Dank. So. Ja.